Hey Leute, hier ist wieder euer Danetix und willkommen zu einer neuen Folge Koop-Saison mit Jens natürlich vom Nerdiverse-Kanal. Servus! Und Abonnent hat geschrieben, also einige natürlich Teamvorschläge, aber einmal war eben Deutschland als Vorschlag und wir haben uns einfach mal dazu entschieden, hier mal das Weltmeisterteam zu benutzen. Flagge zu zeigen! Genau, ist denke ich mal auch ein starkes Team, also wir haben schon einige Spieler, die denke ich mal auch ganz gut spielen können, hier auch in FIFA. Und ja, wir sehen uns, sobald wir den Gegner gefunden haben, dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Wir haben ja 5 Sterne, findet man sofort was. Madrid. Okay, Heimspiel, Real Madrid. Ich bin so gut. Real Madrid, okay. Ja, hab du hast ich's tatsächlich nicht gesagt. Recht gehabt. Das schneide ich auf jeden Fall noch rein, wie du Real Madrid gesagt hast. Naja, also natürlich jetzt hier ein harter Gegner, aber wir sind ja Weltmeister. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wir haben auch in der Liga, Liga 4, jetzt noch kein Spiel verloren, also ungeschlagen weiterhin. Genau, und ich meine, wenn wir das Spiel gewinnen, dann steigen wir auf jeden Fall auf. Ja, das wäre auf jeden Fall realistisch, glaube ich. Ich meine, 4 Siege sind 12 Punkte. Weiß nicht, wie viel man zum Aufstieg braucht, aber 15 Punkte. Ach, der Neuer! Sehr gut. Ja, der rennt eh gleich wieder an der Mittellinie rum. Oh, ich den Ball hole ich. Ich habe Neuer irgendwie in FIFA gespielt. Ich finde aber Neuer in FIFA 15 gar nicht so stark. Ich weiß nicht, aber der hat so viele Fehler gegen mich gemacht. Auch in Ultimate Team haben ein paar damit gespielt immer. Ich feiere einfach einmal Karius, richtig geiler Torwart von Mainz, der hält alles. Aber vor allem der Torwart von AC Mailand, fuck, wie heißt der nochmal? Thiago Lopez, genau. Richtig krasses Tier. Der hält einfach alles. Okay. Ich habe zweimal in der Karriere mit Schalke gegen ihn gespielt. Ja, ich habe jedes Mal kein Tor reinbekommen, ey. Was war denn das jetzt? Hä? Ich weiß nicht. Aber ich habe ein Tor geschossen, glaube ich. Also ein Eigentor. Ich weiß auch nicht, was ist passiert, was haben wir Keine getan? Ahnung, wir wurden scheinbar gefoult. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Oh, oh, schade, aber Eckball. Schönes Ding auf jeden Fall. Jetzt machen wir den Eckball halt rein. Oh Mann, Reus hat mich ja auch so aufgeregt, ey. Am Samstag denn. Revier Derby. Schade. Ach Mann, ey. Ich trauere immer noch, ey, das geht jetzt 2 Wochen so. Ja, ist echt so. Geht nicht klar. Weil jetzt komme ich heute, also wir nehmen das Ganze hier am Sonntag auf, deswegen ich lade es ja am Montag hoch, aber ich bin heute wahrscheinlich in die Schule gekommen, werde erstmal von, keine Ahnung, von allen ausgelacht und so. Ich meine, wenn man in Gelsenkirchen lebt, dann hat man hier auch irgendwelche Schalke-Fans und so, aber ja, nein, hier sind halt alles irgendwie Bayern-Fans und so Zeug und den Fußballtraining ist halt auch keiner Schalke-Fan irgendwie. Ach ja, immer diese Bayern-Fans. Überall. Erfolgsfans. Ja, nicht alle, aber. Viele. Ja, schon klar, aber... Ich meine, es gibt ja auch Leute, die echt aus München umzukommen. Gibt es die? Wirklich? Ich glaube dachte, schon, ich oder? Ich dachte, München leben nur Zugezogene. Ich war ja selbst einer mal davon. Achso. Oh, komm, unser Ball. Schade. Boah, aber Real Madrid ist so eklig zum Spielen, ey. Gegen die muss ich in der Champions League spielen mit Schalke. In der K.O.-Phase. Achtelfinale. Also so wie im echten Leben halt. Aber ich hasse Real in FIFA irgendwie. Die sind so schwierig zu kontrollieren. Real ist einfach scheiße. Die haben Drecks, halt Drecksverein. Benzema, Real Madrid, die haben so viele Stars, sind schwer zu kontrollieren. Ja. Was? Hast du mich... Faul Schiri. Ja, ich wollte mal ein bisschen Comedy hier in die Partie reinbringen. Oh nein. Na gut. Gefährlich. Ist das ein Asiate? Der Linienrichter? Ja. Keine Ahnung. Keine Haare, oder? Der sah irgendwie asiatisch aus. Ich find's immer zu geil, die haben immer so Zuckungen. Da wird doch immer so reingezoomt und dann Ups, bewegen sie immer ihre Lippe so richtig spastikermäßig hoch. Also von der Animation her wäre auf jeden Fall noch was möglich für FIFA 16. Kann man sicherlich noch irgendwie verbessern. Man kann immer was verbessern. Also. Ja, das natürlich schon, aber trotzdem. Oh mein Gott, was ein Ball. Spiel den Ball, jawohl. So, Thomas Müller. Komm nicht da, schade. Egal, aber Eckball, ist ja auch okay. Wir haben ja Hummels und Höwedes, die machen das schon. Wenn man sie finden würde. Ja. Hatte ich will Hummels haben. Hier. Ich stehe am 11-Meter-Punkt ungefähr. Ah, schade. Der Rüdiger, ey. Warum
der in der Nationalmannschaft ist, das soll mir auch mal jemand erklären. Also der Löw soll mir das mal erklären. Das habe ich nie verstanden, ey. Der Rüdiger. Also wir haben doch wohl einen besseren Innenverteidiger als Antonio Rüdiger. Ich glaube schon. Ah, sorry. Oh, der so, kommt sogar. Reus, okay. Der Reus! Oh. Ja, komm! Nein! Ja, nochmal. Jetzt aber, schade. Oh. Ah, Mist, ey. Egal, wir nähern uns auf jeden Fall schon mal an hier. Ah, oben. Boah, da kommt sogar an. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt aber. Ah, Sergio Ramos ist natürlich auch ein Kopfballgott hinten drin. Oh Gott, Rüdiger. Ah, der ist schnell. Warte, warte, jetzt hier typisch Neuer. Wupp. Oh, das war ein blöder Ball. War geplant. Wieder Verwirrungstaktik hier. Naja, irgendwie geht hier bei dem Spiel gerade nicht so viel. Nee. Ich weiß nicht, aber so von den Chancen her ein bisschen Mangelware. Wahrscheinlich, weil wir heute am Sonntag aufnehmen, nicht am Samstag. Ich bin sonntags viel schlechter gelaunt. Wobei, gestern war ich auch nicht gut. Wer ist sonntags nicht schlechter gelaunt als samstags? Weil ich meine, ne? Ja, schon irgendwie. Komm jetzt hier, der Ball kommt nicht an. Naja, Samstagabend weißt du, hey, morgen kann ich ausschlafen. Ja, das ist cool, ja, das ist echt so. Am Sonntag denkst du dir, verdammt, ich muss den Tag noch nutzen, war morgen schon wieder Arbeit. Oh nein, verdammt, was mache ich nur? Ich kann doch heute nicht so lange aufbleiben. Ja! Vor allem Sonntagabend, ja. Ich meine, am Morgen geht's noch, da macht man sich noch nicht so viele Gedanken, aber... Komm, Hummels, schade. Naja, Sonntagabend ist immer so. Naja. Zumal ich habe morgen wieder irgendwie von 8 Uhr bis um 16 Uhr Schule und danach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe morgen sogar Training, ey. Und es ist halt wieder so ein Tag, wo du einfach gar keine Zeit hast irgendwie. Dann soll ich noch ein Video am Abend machen. Und ja, dann habe ich halt auch schon wieder am nächsten Tag Schule. Ja, so ist das. Naja, in 4 Wochen sind Ferien. Ach, ja, schön. Ja, Schulferien gehen ja immer 2 Wochen, das ist immer angenehm. Das ist halt das Geile an Schule, muss man einfach so sagen. Ich meine, Schulferien, das ist halt echt, man hat halt echt, keine Ahnung, jeden zweiten Monat hat man halt immer frei. So, jetzt aber. Ja, yes! 1:0. Der Reus! In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, schön gemacht natürlich. Götze und Reus im Zusammenspiel, wie früher. Wie früher. Mhm. Ja. Und dann kamen diese bösen, bösen Bayern. Ja, ich meine mir, ich... Bei Götze ist mir relativ egal gewesen. Da war ich jetzt nicht traurig, dass ihn Bayern geholt hat. Ich mein, das ist mir klar, dass du da nicht traurig drüber warst. Reus hätten sie auch gerne holen können. Oder Real Madrid oder so. Wäre noch besser gewesen. Aber schade, dass Reus verlängert hat. Seitdem spielt er auch wieder besser, ey. Das ist auch blöd. Ich find's gut. Ich find's richtig, richtig gut. Also es wäre, also nicht nur, weil ich Dortmund-Fan bin, sondern... So was darfst du dir doch nicht sagen. Oh, Entschuldigung, ich bin natürlich, ich wollte sagen, ich bin... Düsseldorf-Fan. Nee, aber also nicht nur deshalb, sondern auch, weil ich halt einfach froh darüber bin. Weil es war ja klar, dass er nicht zu den Bayern gehen wird. Das war klar. Dass, wenn er wechseln würde, wäre er ins Ausland gegangen. Und ich bin halt froh, dass wir so einen Spieler wie Marco Reus noch weiterhin in der Bundesliga einfach haben. Weil das wäre schade gewesen, so einen unfassbar genialen Spieler aus dem eigenen Land, wenn der dann auch wieder in die Premier League oder nach Spanien gegangen wäre. Oder, keine Ahnung, so. Shaqiri, der hat einen guten Riechner, ich gehe mal nach Italien. Das wäre, also wie gesagt, das wäre halt schade gewesen. Aber Reus ist halt, muss ich selbst als Schalke-Fan sagen, er ist halt echt ein extrem starker Spieler. Ja. Das ist halt einfach so. Klar. Das war schon bei Gladbach damals und er wird halt jetzt auch immer stärker, merkt man einfach. Ja. Der hätte sicherlich bei der WM auch um einiges mitwirken können, nochmal. Ja, ich meine, es ist natürlich auch schön, dass wir es doch ohne ihn geschafft haben, Weltmeister zu werden.
Das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Aber klar, mit Reus wäre es, glaube ich, noch einfacher gewesen. Dann wäre vielleicht so ein Spiel gegen Andorra nicht ganz so eine Zitterpartie geworden. Aber das sind jetzt auch alles nur Vermutungen. Also, ja. Auf jeden Fall kannst du dich noch an die, die Aktion erinnern, wo sie denn beim WM-Titel das Trikot von ihm hochgehalten haben. Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Nicht? Die haben, also ich glaube Götze und nochmal jemand, zwei Leute waren das, haben das Trikot von Reus genommen und haben es dann hochgehalten, sozusagen haben sie mit ihm gefeiert dann noch. Oh. Weil er ja nicht dabei sein konnte. Ja, das war schon eine coole Geste eigentlich, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sportlich auch. Dass sie halt nicht einfach so total über sich selbst feiern, sondern halt auch an den Kameraden denken. Mhm. In dem Sinne. Boah, wurde ich umgepumpt hier. Tja, dafür gibt es jetzt auch einen Freistoß. Aber ich glaube, Reus hat sich doch auch ganz kurz vor der WM verletzt. So. Ja, ich glaube, nur ein paar Tage, oder? Das war schon ein paar Wochen vorher. Echt? Okay. Aber es war halt echt bitter. Also, ja, es war halt, ja, so ein ähnliches Ding wie halt damals 2006 mit Ballack. Nur, dass jetzt halt Reus nicht irgendwie von Jerome. Von Prinz Boateng. Prinz Boateng da so brutal, ne, und bla. Aber, wobei ich sagen würde, auch wenn jetzt die WM 2014 natürlich eine erfolgreichere war als die 2006, aber wenn ein Reus ausfällt, ist das schon schlimmer als damals ein Ballack. Das auf jeden Fall. Weil, ey, Ballack war ein ordentlicher Spieler, war natürlich auch als Kapitän wichtig und so, aber ganz ehrlich, ja, ich fand den jetzt nie Weltklasse oder so. Komm, mach den. Ah. Sorry. Warum ist Klose eigentlich hier nicht in dem Dings dabei gewesen? Weil er auch schon zurückgetreten ist. Ach so, Klose ist auch schon nach der WM gegangen. Der ist 36, also. Ja, ach so, stimmt, der ist auch nach der WM, ja. Ja, Klose, Lahm und Bertesacker. Okay. Ja, wir haben übrigens die sehr, sehr guten Außenverteidiger. Höwe, das ist ja eigentlich, er kann Außenverteidiger spielen, also Linksverteidiger hat er ja auch bei der WM gemacht, aber hier in FIFA ist er auch eher Innenverteidiger und dennoch Boateng. Also eigentlich nicht so, Gott, die standardmäßigen Außenverteidiger hier. Ja, da muss man der Löw wieder nachnominieren, ne? Dass hier in FIFA, weil, also, bitte, wir haben doch Außenverteidiger, ja, wir haben einen Schmelzer, wir haben einen Durm, wir haben ja, andere Spieler, die nicht bei Dortmund unter Vertrag stehen, die mir jetzt aber nicht einfallen. Ich bin für Höger auf der Rechtsverteidigerposition. Rudi! Cool. Rudi kann als Rechtsverteidiger spielen. Rudi war aber, glaube ich, sogar dabei hier. Ja, ja okay, er ist im Kader drin. Ja. Aber der war halt nicht als Rechtsverteidiger eingetragen, sondern als zentraler Mittelfeldspieler. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher. Auch. Ja, ich glaube. Aber er kann durchaus rechts. Und, ja, naja gut, ich weiß nicht, wer war das damals? Lars Bender, der hat ja auch mal in irgendeinem Spiel oder in mehreren Partien rechts gespielt, als Rechtsverteidiger. Das hat er auch echt gut gemacht, so, also, Komm jetzt. Jawohl, was ein Pass, ey. Jawohl. Oh, prima, ey. Ich dachte schon, es würde ein Arbeitssieg werden, aber... Ja, 2-0 am Ende nochmal hier, ein schönes Dings. Guck mal den Pass an. Zack. Traumhaft. Der war richtig geil einfach. Ja, Deutschland halt 2-0 hier gegen Real Madrid. Deutschland, boah, sogar Schweinsteiger. Nee, das sollte ich nicht singen. ja, kleiner Witz. Für die... Nein. Oh, warte, ich muss weiterspielen. Ja, das war nur... Schwarzer Humor. Er wollte testen, ob ihr mitsingt. Schwarzer Humor. Oder brauner Humor, besser gesagt. Aber, Oh Mann. Ja, ich bin... Nein, das ist halt... Ich bin ein Fan von schwarzem Humor und, Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Man kann natürlich alles irgendwie so beleidigend sehen. Aber mir ist es eigentlich egal, wenn auch irgendjemand einen Witz oder so über Deutschland, also über Deutschen machen würde. Interessiert mich halt auch nicht wirklich eigentlich. Oh komm, aus der Situation müssten wir jetzt eigentlich was machen, ne? Mir erstmal den Ball abnehmen. Abschluss.
Ach, schade. Okay, Kassier ist wieder richtig stark. Boah, komm, den verarsche ich jetzt. War doch nicht. Wenn du sowas schon ansagst, dann muss es aber auch kommen, ne? Ja, ich habe sogar Tricks gelernt, aber ich bin nicht gut. Aber manchmal funktioniert sogar was. War jetzt hier. Zack. War geplant und dann genau in den Lauf von Ilaramenti. Weil jetzt erobern wir den Ball und dann machen wir das Tor. Ich kann einfach nicht skillen, ey, aber werde ich irgendwann mir auch vielleicht ein bisschen aneignen. Sieht teilweise schon schön aus, aber ich werde nie der sein, der dann durch das ganze Spielfeld durchtrickst und so. Ich weiß nicht, es gefällt mir nicht. Finde ich übertrieben halt, das ist nicht mehr realistisch. Ich meine, im echten Leben trickst du auch nicht eine Mannschaft mit 11 Spielern einfach dann über das halbe Spielfeld. Genau. So, keine Ahnung, wie, wenn du einen Spieler hast wie Messi oder so und dann vielleicht mal einen Übersteiger machst und dann rein in Sprint gehst oder irgendwie sowas. Klar, das ist kein Problem, aber so die ganze Zeit irgendwie tricksen finde ich nicht ansehnlich. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da war FIFA ja richtig krass irgendwie darauf ausgelegt. So, da hast du ja ohne zu tricksen irgendwie kaum Land gesehen. das war auch, es gab auch eine Zeit, da fand ich FIFA furchtbar irgendwie. Also was heißt furchtbar, aber so. Was für eine Zeit war denn das bei dir? FIFA 10, FIFA 11, da war es nach spätestens einem halben Jahr immer so, dass ich mir dachte, das Spiel ist doch scheiße. Und da fand ich es wirklich zum Kotzen. Und erst seit FIFA 12 ist es wirklich so, dass ich sage, ja, jetzt ist es richtig geil. Jetzt spiele ich so ein Ding auch quasi, ja, vielleicht nicht durchgehend, aber auch vielleicht noch kurz vorm Release des nächsten Teils. So, weil es immer noch gut ist. FIFA 12 fange ich am besten gar nicht an, drüber zu reden. Ich habe so viele Spielstunden, das gibt's gar nicht. Ja. Das ist mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das Spiel in meinem Leben, das am meisten Spielzeit hatte bis jetzt. Ja, okay, Kandidaten oder einen Kandidaten, besser gesagt. Ich glaube sogar tatsächlich FIFA 12 von mir, weil ich habe das mit Kollegen gespielt. Wir haben das als Trinkspiel sogar gespielt. Wir haben, keine Ahnung, das Spiel war einfach, ich fand das so geil. Das war so eine Revolution für mich einfach. Da hat mir FIFA wieder richtig Spaß gemacht. Ich hatte davor auch schon FIFA 6, FIFA 7, wo ich eigentlich schon tot gesuchtet habe. Aber FIFA 12 habe ich halt auch gespielt, wo FIFA 13 und FIFA 14 schon draußen waren. Ich weiß nicht, irgendwie hatte das Spiel halt was, das mir richtig gut gefallen hat. Also 12 und 13 habe ich so von den letzten Teilen auch, glaube ich, am meisten echt gespielt. Ah, souveräner Sieg übrigens hier von uns, wir waren total schlecht eigentlich. Ja, so souverän, dass Manuel Neuer gerne durchs Tornetz durchläuft. Macht er gerne mal. Ja, er macht auch im echten Leben immer das realistisch. Und ja, danke fürs Zuschauen natürlich, dass ihr das zu Ende geschaut habt, das Video. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Die letzten Worte natürlich wieder von Nerdiverse. Also von Jens natürlich. Ich sag immer Nerdiverse, weil dein Kanal so heißt, aber. Ja, aber es ist ja. Kommt auf unseren Kanal und dann seht ihr, dass ich da ja nicht alleine rumhample und so und Let's Plays mache. Genau. Ja. Übrigens, falls sich der eine oder andere fragt, warum da jetzt aktuell irgendwie nichts mehr zu FIFA kommt, ich habe meinen Spielstand überschrieben. Aus Versehen. Ich habe tatsächlich in meiner Schalke-Karriere habe ich tatsächlich 2 oder 3 Spielstände, sogar dass das nie passieren kann. Ich habe immer 2 Spielstände zeitgleich. Okay, die das ist klug. Stand das sollte ich mir bei FIFA 16, wenn ich dann das nächste FIFA-Let's Play mache, weil das wird erst bei FIFA 16 dann der Fall sein, das sollte ich mir merken. Einfach mehrere Spielstände. Aber das Problem ist ja, die Spielstände sind ja begrenzt. Kannst ja, es gibt nur 10 Stück, das Problem. Ich habe für YouTube habe ich halt schon 4 oder 5, weil ich habe noch eine Tottenham-Karriere. Ja. Und dann habe ich halt nur noch 5 andere. Deswegen. Ja, ich habe es aber schon mal geschafft, meinen Spielstand zu überschreiben. Ich glaube, damals in der Man City-Karriere oder so, wo ich schon im dritten Jahr war, im zweiten Jahr sowas, das ist halt echt ärgerlich. Ja, wir sind übrigens aufgestiegen. So. Das ist schön zu sehen. Ja. Wollen wir jetzt Tschüss sagen? Ich glaube, ja, ne? Ist angebracht. Ja, ich glaube schon, wir wollen sie nicht länger noch foltern hier mit unserem Gerede. Nee. Haut da rein, Leute. Haut da rein, Leute, euer Netflix. Und ja, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Jens. Ciao, ciao. Macht's gut. Cheerio.